Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Hier ist der Jens und heute ein weiteres Video zum neuen Ableger von Electronic Arts mit seiner ehemaligen FIFA-Reihe, die jetzt EA Sports FC heißen wird. Im aktuellen Fall entsprechend EA Sports FC 24, was ja im September auf den Markt kommen wird. Bevor ich zum Thema dieses Videos komme, und zwar, ob die Allianz Arena wieder Einzug halten wird in den aktuellen Ableger von Electronic Arts, nochmal ganz kurz der Hinweis von mir, wer mal einen Überblick haben möchte, welche Verkaufsversionen es zum EA Sports FC gibt und welche Vorteile welche Version bietet und welche ich wem zum Kauf empfehlen würde, der darf gerne in dieses Video reinschauen. Das habe ich am Desktop-PC in einem etwas unglücklichen Format aufgenommen. Daher kann ich das hier nicht wie gewohnt am Ende des Videos verlinken. Aber ich kann euch das nach Veröffentlichung von diesem Video sehr wohl in der Beschreibung verlinken. Und zwar bei den Kommentaren. Ich werde euch das Video oben als Link anpinnen, wer da mal reinschauen möchte. Weitere Videos übrigens dann auch von mir zu diesem Spiel, was im September rauskommen wird. Ich werde weitere Themen auch gerne aufgreifen und die natürlich dann gerne mit euch besprechen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um die Allianz Arena und in den letzten Tagen sind nochmal Gerüchte aufgekommen, die verständlicherweise natürlich aus einem Wunsch heraus generieren, und zwar natürlich Bundesliga-Fans, natürlich Fans des FC Bayern München, zu denen ich mich übrigens selber auch zähle, wünschen sich natürlich in einem solchen Spiel wie dem ehemaligen FIFA, jetzigen EA Sports FC 24 die Rückkehr der Allianz Arena. Und ist das wirklich realistisch? Man muss dazu sagen, es ist aktuell nicht realistisch, denn ich möchte euch mal ganz kurz hier ein paar In-Game-Szenen zeigen. Das ist aus dem aktuellen eFootball 2023 hier von mir gewählt. Könnt ihr mal sehen, wie das übrigens in dem Fußballspiel so aussieht. Und zwar, warum kann die Allianz Arena aktuell nicht zurückkehren? Das Thema mit den Lizenzen ist ja generell ein sehr, sehr komplexes und schwieriges. In dem Fall ist es aber relativ leicht erklärbar, denn Konami hält mit dem FC Bayern München eine der wenigen Exklusivlizenzen, was solche Inhalte eben angeht, wie die Allianz Arena. Und daher wird es sie auch auf absehbare Zeit bei EA Sports in EA Sports FC nicht geben. Und zwar die Begründung ist eine folgende. Der FC Bayern arbeitet schon seit mehreren Jahren wieder mit Konami zusammen, nachdem er ja doch ein paar Jahre bei FIFA zwischenzeitlich wieder zu finden war. Der FC Bayern als Verein übrigens eine von, ja, ich sag jetzt mal, einem Dutzend ungefähr E-Sports-Teams, die E-Football E-Sports-Liga auch im Videospielebereich bereichern. Und diese Lizenz hat der FC Bayern mit Konami letztes Jahr zum 1.7., glaube ich, war es, um weitere Jahre verlängert. Man weiß an der Stelle tatsächlich nicht ganz genau, um wie viele Jahre die Lizenz verlängert worden ist, aber Branchenkenner gehen davon aus, dass es um mindestens 3 Jahre verlängert worden sein dürfte, sprich 1.7.22, 3 Jahre drauf, 30.06.2025. Ich denke, das dürfte ein realistischer Horizont sein, in welchen es wohl sehr, sehr sicher nicht dazu kommen wird, dass EA Sports FC die Lizenz oder ich sag mal einen Teil der Lizenz so bekommen wird, dass sie beispielsweise die Allianz Arena in ihrem Fußballableger, in ihrem jährlichen Fußballableger auch darstellen dürfen. Das ist jetzt einfach mal der ganze Hintergrund zur Lizenz, die ich euch mal ganz kurz hier darstellen wollte. Ich finde das Gerücht trotzdem eigentlich ganz interessant und ich selber, wen es von euch interessiert, komme aus dem eFootball Pro Evolution Soccer Lager, was ich seit Ende der 90er Jahre spiele und was auch eins meiner Hauptthemen, wenn nicht sogar das Hauptthema auf meinem Sports Gaming Channel ist. Nichtsdestotrotz, auch ich schaue über den Tellerrand und wenn es interessante Videos gibt zu UFL Football, übrigens auch schon jede Menge Videos auf meinem Kanal vorhanden in den letzten Jahren, seit das Ganze angekündigt wurde. Auch das versorge ich immer wieder mit News. Und wenn es weitere spannende Themen bis zum Release rund um den EA Sports FC gibt, dann auch gerne bei mir in Videoform. Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst nette Kommentare da und natürlich auch gerne einen Daumen, denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Danke an euch alle und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.